Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Yehoshua Mashiach, unser Herr und unser Elohim. Hier in dieser Sendung wollen wir Yehoshua loben, preisen, erheben und sein Wort, also uns mit seinem Wort befassen, weil die Bibel sagt, wer die Wahrheit erfährt, die Wahrheit wird ihn frei machen. Halleluja. So, bevor ich tief in das Thema einsteige, möchte ich kurz beten. Yehoshua Mashiach, danke für diesen Moment. Ich preise deinen Namen, ich lobe deinen Namen, Herr. Führe mich und gib mir deine Worte. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen. Also, die Stunde der Wahrheit. Ich möchte also heute über den Glaube sprechen. Der Glaube wird heutzutage richtig angegriffen. Es wird schwer für viele, in der Glaube an Yehoshua Mashiach zu bleiben. Weiter in dem Wort, weiter Yehoshua Mashiach zu folgen. Ihr wisst schon, Yehoshua sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und diese Worte sind so entscheidend. Die sind so und so und so entscheidend. Und wir können das mal in der Bibel lesen. Gehen wir mal zusammen in der Bibel und nehmen wir Elberfelder Bibel und in Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14, Vers 3. Okay. So, Vers 6. Yehoshua sagt hier, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Liebe Geschwister, es ist so wichtig und so entscheidend. Wir haben so oft also diese Vers gelesen, aber wie tief diese Vers ist, manchmal sehen wir das nicht. Yehoshua sagt hier, er ist der Weg. Und niemand kommt zum Vater, als nur durch ihn. Das heißt einfach, ohne Yehoshua Mashiach, ohne Yehoshua gibt es kein ewiges Leben. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Yehoshua gibt Leben. Aber wenn Yehoshua sagt, er ist diesen Weg, das heißt, es gibt also andere Wege. Es gibt Wege, die zum Verderben führen. Aber er ist der Weg, dieser Weg führt zum Leben. Wir werden alle sterben. Das müssen wir alle wissen. Also ich hoffe, ihr wisst es alle. Wir werden nicht ewig auf dieser Erde leben. Wir werden alle irgendwann mal sterben. Aber Yehoshua Mashiach sagt, wer an mich glaubt, sogar wenn er stirbt, er wird weiter leben, weil er das Leben ist. Und wir Christen, wir sagen, okay, wir haben Yehoshua Mashiach angenommen, wir sind also auf diesem Weg mit ihm, wir haben die Wahrheit,
und haben wir das Leben. Letztes Mal hatte ich was in Jesaja gelesen und das möchte ich also mit euch mal teilen. In Jesaja Kapitel 1, ganz am Anfang. Das ist die Vision von Jesaja. Von Vers 1 bis 2 können wir das lesen. Die Vision, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat in den Tagen von Isaia, Jotham, Ahas, Hiskia, den Königen von Juda. Also, ich bin jetzt also ab Vers 2. Höre du Himmel und horch auf, du Erde. Denn der Herr hat geredet. Ich habe Söhne, also Kinder, ich habe Söhne großgezogen und auferzogen. Sie aber haben mit mir gebrochen. Vielleicht können wir also eine andere Übersetzung nehmen, damit man, nehmen wir zum Beispiel Schlachter dazu. Und dann können wir, lesen wir genau diese Vers 2. Ich möchte genau diese Begriff hier sehen. Hört ihr Himmel und horche auf, o Erde. Denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht. Sie aber sind von mir abgefallen. Liebe Geschwister, der Herr sagt hier, dass er Kinder großgezogen hat. Aber diese Kinder sind abgefallen. Die haben sich von ihm getrennt. Also Vers 3. Ein Ochse kennt seinen Besitzer. Und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat kein Einsicht. Er sagt also, sogar die Ochsen, also die Tiere, die wissen, die erkennen ihre Besitzer. Aber sein Volk hat sich also von ihm abgewandt, getrennt. Und das ist also, was wir heute erleben, liebe Geschwister. Wir sagen, dass Jeschua Maschia der Weg ist. Die Wahrheit. Das Leben. Aber viele haben sich also von dem Weg, von diesem Weg, die laufen nicht mehr auf diesem Weg. Die haben sich also komplett von dem Weg abgewendet. Aber wie erkennt man das? Es gibt also zwei Arten, also von, also diese Begriffe, also Abfall, kennt man also in der Bibel, also auf Griechisch unter dem Begriff Apostasia. Apostasia heißt einfach von dem richtigen Weg abgefallen. Dass man nicht mehr auf den richtigen Weg geht. Wir sagen, dass Jeschua Maschia der Weg ist. Aber viele von uns bekennen sich also als Christ, aber laufen nicht mehr auf diesen Weg. Es ist so entscheidend, liebe Geschwister. Es ist so wichtig zu wissen, dass es zwei Arten von Leute, die nicht mehr auf dem Weg sind. Es gibt die, die sich also offen bekennen.
die bekennen sich also offen und sagen, ja, ich will nicht mehr. Dein Wort, Yeshua Mashiach, will ich nicht. Dann tun sie was anderes. Dann laufen sie, die folgen nicht also sein Wort. Die sind nicht mit Yeshua Mashiach anverstanden. Du sagst das, aber ich glaube an das, das und das. Also die da, die bekennen sich also oftlich, dass sie nicht mehr mit dem Herrn einverstanden sind. Aber es gibt andere, die zweite Gruppe. Die zweite Gruppe von Leuten, die verführt wurden. Es gibt die, die nicht nur, also nicht nur verführt waren, die erste Gruppe kann auch verführt sein. Die wurden verführt und dann haben sie sich also offen, die bekennen sich also öffentlich, ja, ich will nicht mehr. Die zweite Gruppe sind also Leute, die sind dabei. Die beten. Die haben Gemeinschaft also mit Geschwistern. Die, ja, die singen Lobpreis, Lieder, spielen Instrumenten, singen, beten, aber innerlich, ihr Leben, ihr verstecktes Leben, haben sie sich also vom Herrn schon getrennt. Schon lange. Lieber Geschwister, der Herr sagt hier, er hat Kinder großgezogen. Kinder großgezogen. Aber diese Kinder erkennen ihn nicht mehr. Das Thema ist so wichtig, wenn Yeshua Mashiach sagt, ohne mich könnt ihr nicht zum Vater kommen. Das heißt, ohne Yeshua Mashiach gibt es kein Leben. Kein. Oh Herr, bitte hilf uns. Abfallen, abgefallen. In Galater, lassen uns also führen. In Galater Kapitel, lesen wir mal in, glauben, Galater Kapitel 1. Ich suche mal diese Vers. Also Vers 6 nehmen wir direkt also ein, also nur die Elbefeder nehmen. So. 1 Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Das sind Leute, die die Wahrheit angenommen haben, und dann plötzlich wurden sie ja so verführt, haben also falsche Lehre genommen und laufen nicht mehr nach dem Evangelium, Yeshua Mashiach. Und haben etwas anderes gegründet. Lieber Geschwister, was ich da sage, das sind Sachen, die wir erlebt haben. Was haben wir nicht gesehen? Wir haben also gesehen, also sogenannte Geschwister, die zu uns gekommen sind, wir haben so eine gewisse Gemeinschaft gehabt, über Joshua geredet und. Und dann plötzlich also kamen also komische Lehre, ja, Frauen dürfen keine Hose tragen, Frauen dürfen das und das und das nicht. Dinge, die wir nicht mal also in dem Wort Joshua Mashiach finden.
Weil es ein Bibelvers, also es gibt ein Bibelvers, es steht ja, eine Frau darf nicht, also Kleider von einem Mann. Aber wer sagt überhaupt, dass die Hose unbedingt, also Kleid von Männern, von Männern sind? Wer sagt das? Und so sind da so gewisse Lehre entstanden und diese Leute wurden verführt. Verführt. Aber Joshua Mashiach sagt uns also, dass dieser große Abfall, das wird kommen. In den letzten Zeiten wird es kommen. Und das darf uns also nicht, wir dürfen nicht also überrascht sein. Lesen wir mal also in 2. Thessalonicher, genau, in Kapitel 2. Kapitel 2 lese ich mal also ab Vers 3. Oder ab Vers 1 einfach. Kapitel 2, 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in euren Sinn erschüttert, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Dass euch doch niemand irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbar worden ist, der Sohn des Verderbens. Der Sohn der Verderbens. Aber hier, die Bibel sagt, dass zuerst der Abfall muss erstmal kommen. Das heißt, bevor der Herr, Joshua Mashiach, bevor unser Herr kommt, vor der Entrückung, es wird also eine große Abfall geben, wo viele Leute sich also von der Glaube, von der Wahrheit Joshua Mashiach sich abwendet werden. Die werden abgefallen. Dieser Begriff, also Abfall, vielleicht nehmen wir mal die BIM. In der BIM steht da, also gehe ich mal also in 2. Thessalonicher, genau, 2, genau. Also, hier, ich finde diese Bibel also toll, sage ich also immer. Hier steht also Sohn des Verderbens, lasst euch nicht, das ist also die Luther-Version, lasst euch nicht niemand verführen und keinerlei Weise, denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall kommt. Genau, lesen wir mal, Abfall. Dieser Begriff Abfall. Auf Griechisch steht Apostasia. Apostasia auf Englisch, falling away, defection, apostasy. Das heißt, sich von dem richtigen Weg trennen. In eine andere Richtung gehen. Das heißt, sich von der Wahrheit abwenden. Und in Jesaja, Kapitel 1, da war wirklich, also vielleicht, wenn wir das also weiterlesen, da gab es also noch einen Begriff da in Jesaja, Kapitel 1, was wir vorher gelesen hatten. Danke, Herr, dass ich mich also erinnert habe. Er sagt, ein Rind kennt, das ist Eberfeder, ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht.
Wehe sündige Nationen, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltäter, Verderben bringende Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israel verworfen. Sie haben sich nach hinten abgewandt, lieber Geschwister. Die haben sich nach hinten abgewandt. Schauen wir mal, lesen wir mal, also was da steht. Statt vorwärts zu gehen, statt weiter auf diesem Weg, also mit dem Herrn zu gehen, haben sie den Herrn verlassen. Und sie sind nach hinten. Die wurden also zurückgestellt. Jedes Mal, also wenn du das Wort des Herrn also nicht mehr folgen willst, wenn du dich also von dem Wort des Herrn also trennt, du verlässt Joshua Mashiach. Und der Herr sagt hier, dass seine Kinder haben den Herrn verlassen. Sie haben sein Wort, also den Heiligen von Israel, verworfen. Und sie haben sich nach hinten abgewandt. Mein Bruder, meine Schwester, wie fühlst du dich gerade? Wie ist der Glaube? Wie ist deine Glaube gerade? Darum sagte Joshua Mashiach in den letzten Tagen, also wenn der Sohn des Menschen kommen wird, wird er noch Glaube auf der Erde finden. Oh, Joshua Mashiach. Joshua Mashiach. Der Glaube ist so wichtig. Der Glaube ist so wichtig, weil ohne Glaube können wir unser Herr überhaupt nicht gefallen. Aber genau dieser Glaube, an den Herrn zu glauben, die haben ihn verlassen. Viele seiner Kinder laufen nicht mehr auf seinem Weg und folgen Menschen, gehen ihren Weg. Die wissen tief in ihren Herzen, dass es gerade nicht so gut, dass es mit dem Herrn geht. Aber die sind nicht bereit. Nicht bereit, das in Ordnung zu bringen. Aber Joshua Mashiach sagt heute, mein Bruder, meine Schwester, er sagt also, meine Kinder, kommt zurück zu mir. Zurück zu Joshua. Zurück zum Wort. Früher hattest du also das Wort des Herrn so mit viel Liebe gelesen. So viel Eifer. Was ist passiert, meine Tochter, mein Bruder, mein Sohn? Was ist los? Wieso hast du deinen Herrn verlassen? Wo ist dein Eifer? Wo ist es? Der Herr sagt also, meine Kinder, also sogar der Ochsen erkennt seinen Besitzer. Der Esel, ein Esel, die Krippe seines Herrn. Aber mein Volk hat mich verlassen. Wisst ihr, wir hier in Europa, vor allem hier in Deutschland, das Leben scheint so schön zu sein. Essen ist da, trinken und so. Ich sage nicht, also, dass es Leute gibt, die nichts zum Essen haben und trinken. Und ja, das gibt. Es gibt auch Leute, also, die Mangel haben. Aber die meisten,
kriegen schon etwas. Aber wir haben vergessen, dass Joshua das Leben ist. Das Leben, was wir gerade leben, ist, es wird enden. Wie ich am Anfang sagte, wir werden alle sterben. Entscheidend ist, wohin wir gehen. Weil Joshua sagt, ich bin das Leben. Er lebt bis in die Ewigkeit. Und wir hier in Europa, wenn wir die Leute sehen, also jeder fährt sein Auto, kommt, arbeitet und so und ist ein bisschen gemütlich. Man denkt nicht mehr also an ewiges Leben. Das Wort, die Leute das Evangelium weiterzugeben, es ist nicht mehr so da. Nee. Dieser Weg des Herrn vorzubereiten, wie die Bibel sagt, also eine Stimme schrei in der Wüste und bereite den Weg des Herrn. Aber das bereiten wir nicht mehr. Dieser Eifer von Joshua Maschia zu sprechen, das Wort weiterzugeben, es ist so. Nicht mehr so da. Jeden Tag sterben Menschen, die nicht von Joshua Maschia gehört haben. Jeden Tag sterben Verwandte, Nachbarn, Menschen in diese Deutschland, die nicht von Joshua wissen, sogar wenn sie von Joshua gehört haben, aber ja. Wir Christen, wir sind da und denken, wir sogenannte Kinder des Herrn, denken, ja, sie haben gutes Leben. Aber ohne Joshua Maschia sind sie verloren. Natürlich können wir nicht also die Leute zwingen, Joshua Maschia zu folgen. Aber von ihm, von Joshua, zu bezeugen, das ist unsere Berufung. Und die Bibel sagt hier, sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israel verworfen, sie haben sich nach hinten abgewandt. Fühlst du dich nicht so? Merkst du nicht, also wenn du, dass du nach hinten geschoben wurdest? Merkst du das nicht? Dass du nach hinten, du bist gefallen. Einfach weil du den Herrn verlassen hast. Du bist nicht mehr so eifrig, also eifrig für den Herrn. Wo ist deine Glaube? Wo ist unsere Glaube? Als Kinder Joshua Maschia. O Herr. Hilf uns, Joshua Maschia. Hilf uns, Joshua Maschia. In 1. Timotheus, Kapitel 1, Kapitel 4. In 1. Timotheus, Kapitel 4, der Herr sagt uns hier, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. Viele werden von der Glaube abfallen. In die späteren, die letzten Zeiten, man kann auch sagen, also künftigen Zeiten. Manchen von der Glauben abfallen werden, indem sie auf
betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenredner, die in ihrem eigenen Gewissen also gebrandmarkt sind. Die werden also so viele falsche Lehre bringen. Die verbieten zu heiraten. Habt ihr das nicht gesehen? Männer, die plötzlich also irgendwo bleiben und verbieten zu heiraten und gebieten sich also von Speisen zu enthalten. Habt ihr nicht also diese Lehre gesehen? Also ja, man darf das nicht essen, man darf das nicht essen. Glaubt ihr also, dass der Herr überhaupt, also der Herr interessiert sich an was du gegessen hast? Joshua Mashiach sagte ganz klar in sein Wort, sagt also, nicht was in dein Mund reingeht, macht dich also unrein, sondern was aus deinem Herz, was von dir rauskommt, also genau das also macht dich also unrein. Alles, was also von unser Herzen, also diese böse Gedanken, bösen Sachen, der Joshua Mashiach sagte, das ist genau das, was uns also unrein macht. Die Gott, und dann geht's weiter, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zu Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Lieber Geschwister, da sehen wir das nochmal. Von Glauben abfallen. Ich sagte ganz am Anfang von dieser kurzen Predigt, dass ich also von der Glaube sprechen werde. Und ich sagte, viele haben ihren Glauben verloren. Viele. Wisst ihr, dieser Begriff, also Glaube, danke Joshua Mashiach, danke Heiliger Geist für diese, also dafür, dass ich mich also daran erinnert habe. Der Begriff, also Glaube, gehen wir mal also wieder in der BIM hier. Also 1. Timotheus, der Begriff, also Glaube, hat also mit, also mal hier, 4, es ist also Pistis, dieser Begriff Pistis, bedeutet auch Treue. Es hat also mit Treue auch zu tun. Hier steht also Fidelity, Faithfulness auf Englisch. Treu bleiben. Also wenn Paulus sagt, ich habe den Glaube bewahrt. Ich habe diese Glaube bewahrt. Also bis zu Ende hatte das also hatte der Glaube mit ihm. Es ist in, ja, das können wir direkt, also in 2. Timotheus lesen. Oh, es gibt so viel über den Glaube zu sagen, aber ich möchte mich auf 2. Timotheus Kapitel 4, genau, Kapitel 4. Paulus sagt hier, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben, ich habe Glauben gehalten, bis zum Schluss. Er ist treu geblieben. Es ist wieder dieser Begriff Pistis. Fidelity hier, treu. Das heißt, man kann diese Person, wie sagt man das, also, ja, treu, Faithfulness, Fidelity, das ist es. The character of one who
can be relied on. Das heißt also, man kann dieser Person vertrauen. Das ist es. Der Glaube. Aber die Bibel sagt also, dass viele von dem Glaube abgefallen sind in diesen letzten Zeiten. Ah, Joshua. Joshua Mashiach. Liebe Geschwister, wenn du siehst, wenn du merkst, dass du schwach in der Glaube geworden bist, dann tu Buße. Einfach Buße tun. Wenn du merkst, also in deinem Leben, also mit dem Herrn, dass es gerade nicht gut läuft, tut einfach Buße. Der Grund, warum also wir uns wir fühlen, also dass wir uns also vom Herrn, dass wir den Herrn verlassen haben, dass wir nach hinten geschoben wurden. Es ist manchmal, also fast immer wegen Ungehorsam. Wenn wir ungehorsam sind, dann sind wir in der Sünde. Und wer in der Sünde lebt, dann gibt es ein Problem mit seinem Glaube. In der Sünde können wir nicht mit dem Herrn gehen. Wir müssen Buße tun. Tut einfach Buße. Sagt, Herr Joshua Mashiach, vergib mir. Ich komme wieder. Ich bin wieder da. Herr, hilf mir. Ohne dich kann ich nicht leben. Ich brauche dich so sehr. Also egal, was du getan hast, egal wie du dich fühlst, was du nicht erfüllen konntest, also wo du ungehorsam warst, du Buße, kehrt um und sag, Herr, vergib mir. Hier bin ich. Herr Joshua Mashiach, danke für diese Zeit. Danke für dein Wort. Im Namen Joshua Mashiach. Amen.